Hallo meine Lieben, höchste Zeit mal wieder für ein neues Video. Ihr habt schon länger nichts mehr von mir gehört. Ich mache mal noch die Einstellung ein bisschen besser hier. Es ist noch nicht ganz so, wie wir das brauchen. Ja, Baldur, unser Kater will auch mitreden im Video. Ja, heute gibt es wieder einen aktuellen Weltenwurf. Wir gucken einen umfassenden Blick in die neuen Welten von Yggdrasil, was denn gerade so ansteht. Wir haben Portaltage. Ich finde, die Portaltage sind gerade sehr, sehr intensiv. Es ist eine sehr kraftvolle Zeit, wo, glaube ich, ganz viel Altes nochmal angeschaut werden will und sich auch wandeln darf. Also wer da mittendrin steckt, ich wünsche euch erfolgreiche, heilsame Portaltage. Heute lege ich mit dem Rabentarot, das kennt ihr ja schon, von M.J. Calimane. Ich habe als Klärungskarten noch den Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti dabei und natürlich selbstverständlich die Faol-Runen. Alle Infos zu den verwendeten Kartendecks findet ihr wie immer unten in der Infobox. Dann legen wir los. Gut, wir gucken auf Midgard und lassen die Karten springen. Was ist gerade? Mit den 8 Kelchen, die in der letzten Zeit wirklich öfter gefallen ist und sehr stimmig zu den Tagestendenzen auf Facebook ist, geht es um den Abschied schweren Herzens. Viele von uns scheinen gerade in einer Situation zu stecken, wo sie sich von etwas, wo sie sich viel Erfüllung erhofft haben, jetzt abwenden und sagen, bringt nichts mehr. Welche Runenkraft liegt auf den 8 Kelchen auf Midgard? Ja. Mit der Thurisas, das ist auch die Donnerrune, das ist der Pflug, der die Erde aufreißt. Das ist eine sehr schmerzhafte Situation in Verbindung mit den 8 Kelchen. Bestätigt es nochmal, dass es sich wirklich um einen schweren Abschied und auch einen schmerzhaften Abschied handelt. Aber Schicksal ist ja auch immer geschicktes Heil. Und ja, für viele Menschen ist es leider so, dass ohne tief empfundenen Schmerz auch kein Wachstum und keine Heilung möglich ist. Gut, schauen wir, was Lysalfheim, die Pflanzengeister und Elben über die Gefühle verraten. Ja, 2 Schwerter. Man zweifelt immer noch, das ist so ein Schwanken zwischen Hoffen und Zweifeln. Soll ich doch noch in der Situation verbleiben? Passt das wirklich noch oder hat das ausgedient? Vielleicht ist man auch etwas nostalgisch veranlagt und denkt an viele schöne Momente, die man auch erlebt hat, die aber jetzt nicht mehr sind. Und man kann noch nicht, man sieht hier, der Rabe hat eine Binde um die Augen. Man kann noch keine klare Entscheidung treffen oder sehen. Und von dem her sind auch die Gefühle, glaube ich, sehr wankelmütig. Welche Runenkraft begleitet es? Ja, die Gebu, da sind wir wieder bei dem, bei der Gabe und auch beim Thema Geben und Nehmen. Vielleicht ist das auch der Hinweis, wie gut konntest du in der Situation, um die es bei dir geht, in deiner Mitte bleiben? Wie ausgewogen war das Geben und Nehmen? War da Wertschätzung, war Achtsamkeit, war Augenhöhe, war Respekt vorhanden? Vielleicht sind das Fragen, die du auf Gefühlsebene für dich nochmal durchfühlen und beleuchten darfst. Wir gucken zu den Wahnen. Welche Energie liegt auf der Verstandesebene. Ups, da hatten wir sie schon. Der Bube der Münzen. Also mit dem Bube der Münzen geht es schon darum,
dass du auf Verstandesebene reflektierst, das Wertthema definitiv für dich reflektierst. Ja? Werde ich gewertschätzt? Ist da genug Wertschätzung? Ist mir diese Situation es noch wert, weiter in ihr zu bleiben, oder ist es Zeit für einen Aufbruch? Welche Runenkraft begleitet den Verstand? Oh, ja, mit der Naudis, die ja immer der Strich durch die Rechnung ist, die Kurskorrektur, scheint die Liste in deinem Kopf eher dazu auszufallen, in diese Richtung auszufallen, dass zu viel Schmerz vorhanden ist, es zu wenig Ausgewogenheit vielleicht auch gibt und du weißt auf Verstandesebene, dass du etwas korrigieren musst. Denn diese Situation mit den 8 Kelchen ist dauerhaft für dich nicht tragbar. Das ist zu viel Schmerz, zu viel Verletzung. Also da steht eine Kurskorrektur auf Gedankenebene für dich schon fest. Auf der Ebene von Asgard, was hilft weiter? Was hilft dir? Muss ich jetzt schon fast lachen, dass hier der Hierophant fällt. Der Hierophant ist ja auch immer die Karte, die besagt, ja, hol dir Rat von der geistigen Welt oder von einem Mentor oder von einem weisen Ratgeber. Und Asgard sagt, ja, hör auf die höheren Impulse, also auf deine inneren Impulse. Deine Seele scheint dir schon länger zu signalisieren, in welche Richtung es gehen soll und was der nächste Schritt für dich ist. Also sie steht auch für den Austausch, also wirklich, wenn du eine gute Seele an deiner Seite hast, wo das Vertrauen da ist, wo du sagst, da kann ich ganz offen über das sprechen, was mich hier auf Midgard-Ebene so schmerzt, dann hol dir vielleicht da einen Rat und schau, was dieser Rat mit dir macht. Ja? Nur weil jemand anderer was sagt, musst du das nicht tun, aber spür für dich rein. Wie arbeitet denn der Impuls, der dann, wenn du mit deinem höheren Selbst oder deinem liebevollen Ratgeber in Kontakt bist, was macht dieser Impuls mit dir? Welche Runenkraft begleitet den Hierophanten? Ja, die Wunyo. Die Wunyo, da geht es um die Hoffnung. Also, was sind denn deine Hoffnungen, Wünsche und Träume? Vielleicht hast du die auch lange Zeit einfach wegen diesem ganzen Schmerz und diesem Abschied schweren Herzens gar nicht wahrnehmen können. Also werde dir wieder deiner Wünsche und Hoffnungen und Träume bewusst. Die Wunyo ist auch die Rune, die sagt, alles wird gut, und sie liegt auf der Ebene von Asgard, ja, dem Heim der Asen und der Götter. Also von oben gesehen wirst du gut geführt, die Götter wachen über dich und es wird alles seinen Sinn haben, auch wenn du es jetzt noch nicht erkennen kannst. Gut, schauen wir nach Niflheim, dem Zuhause von Nithörg, dem Neiddrachen. Was hindert dich noch, dich auf den Weg zu machen? Was hindert dich? Ja, die 5 Kelche. Da scheint es ein Loslassthema zu geben. Dieser Rabe schaut traurig auf 3 umgekippte Kelche und sieht gar nicht, dass noch 2 gefüllte Kelche hinter ihm stehen. Egal, ob es jetzt um eine Person geht oder um eine Situation, die du verlässt, momentan ist dein Fokus noch auf das gerichtet, welche Träume und Wünsche oder Bedürfnisse du nicht erfüllen konntest. Und du siehst gar nicht, dass aber hier noch was ist. Also dein Fokus hindert dich vielleicht auch ein Stück weit. Also vielleicht bist du einfach gerade in deinem Schmerz so, dass du nicht an eine gute Zukunft oder an einen guten Wandel glauben kannst. Und da raten dir die Karten zu einem Perspektivwechsel. Mit welcher Runenkraft gelingt dir denn? Welche Runenkraft unterstützt den Perspektivwechsel? Ja, die Issa. Die Issa ist das Eis, die Issa steht aber auch für das Ich. Also
wirklich schau für dich wieder hin. Was erfüllt dich denn wirklich? Also was, dieser Schmerz, den du hier aktuell empfindest, konnte nur entstehen, weil du vielleicht lange Zeit über deine Bedürfnisse, über deine Wünsche drüber gegangen bist. Du hast sie nicht geachtet, du hast sie nicht berücksichtigt, du hast dich vielleicht selbst nicht genug wertgeschätzt. Und jetzt ist es an der Zeit, die Perspektive zu wechseln und dir bewusst zu werden, was brauche ich und will ich? Und damit dann auch vielleicht an den Punkt zu kommen, eine klare Grenze setzen zu können. Denn die Isa ist auch der Stillstand und sagt irgendwann mal hier, jetzt ist Stopp. Wir gucken nach Helheim. Was soll ruhen? Das Ass der Schwerter soll ruhen. Okay. Schwerter stehen prinzipiell für die Luft, fürs Luftelement. Die Schwerter stehen auch für Kommunikation. Und das Ass ist eigentlich immer eine gute Chance. Ja? Das Ass der Schwerter wäre dann eine gute Chance zur Klärung oder zur Aussprache. Und nachdem das jetzt aber auf Helheim gefallen ist, würde ich sagen, du hast dir vielleicht schon in dieser Situation den Mund fusselig geredet. Hör auf damit. Mit Raupen in Schmetterlingssprache zu sprechen, wird nichts bringen, denn sie können es nicht verstehen. Und wenn das bei dir der Fall ist, dass das so eine Situation ist, wo du immer wieder über dasselbe Thema geredet hast, immer wieder, dann hör auf. Welche Runenkraft liegt auf dem Ast der Schwerter? Perthro, die Schicksalsrune. Es scheint sich für dich mit diesem Thema nicht mehr über etwas zu sprechen, für eine große Herausforderung, um eine große Herausforderung zu handeln. Die Perthro fordert dich aber auf, dich diesem Schicksal zu stellen. Die Perthro ist eben auch das Becken und kann auch für eine Geburt stehen. Und vielleicht will hier eine neue Handlungsweise geboren werden. Es eben nicht immer erklären zu müssen. Ja? Du hast, so wie die Karte hier liegt, mit dem Ast der Schwerter, hast du schon genug geredet. Und jetzt geht es vielleicht wirklich darum zu sagen, okay, wenn es nicht gemeinsam geht oder wenn ich die Situation mit allem Reden und Verständnis und Verbindung schaffen wollen, nicht verändern kann, dann muss ich schauen, mein Verhalten ändere, um wieder hier für mich einzustehen. Und meinen Weg zu gehen. Gut. Wir gucken in das Reich der Riesen nach Jötunheim. Woran sollst du dich erinnern? Oh, der Narr. Ja, mit dem Narren sollst du dich daran erinnern, dass das Leben auch ein Stück weit ein Abenteuer ist. Dass das Leben aus Veränderung besteht, dass das Leben immer wieder Neuanfänge mit sich bringt. Und wenn du auf dein Leben zurückbringst, wirst du merken, dass jede Veränderung, jeder Neuanfang, jede Hürde, die du bisher in deinem Leben genommen hast, dazu geführt hat, dass du gewachsen bist, dass du reifer wurdest, dass du Erfahrungen sammeln konntest. Und der Narr bringt auch eine gewisse Leichtigkeit und Freude mit sich auf die Veränderung, auf das Neue, was da kommen mag. Ja, mir fällt gerade der Spruch ein, ob es besser wird, wenn es anders wird, weiß ich nicht. Dass es aber anders werden muss, damit es besser wird, das weiß ich. Und das ist vielleicht die Botschaft, an die du dich erinnern darfst. Ja, Stillstand ist der Tod, das Leben ist Veränderung und du sollst dich daran erinnern, dass der Wandel zum Leben gehört. Welche Runenkraft begleitet den Narren? Ja, die Lagos. Es fließen zu lassen. Die Lagos ist das Wasser, das sind die Gefühle, das ist das Fließen lassen. Also
der Abschied schweren Herzens, ja, dieser Schmerz, der da ist, der darf gefühlt werden, den darf man annehmen, der muss auch durchfühlt werden, damit er nicht gedeckelt oder weggeschoben wird, weil der kommt sonst wieder und fällt dir vor die Füße. Also fühle wirklich und fühle auch, welche Veränderungen, welche Neuanfänge, welche Abenteuer du bisher schon erlebt hast und wo du dich dem Fluss des Lebens wirklich hingegeben hast und dass du bisher in deinem Leben auch immer gut getragen warst und viele Situationen, die anfangs vielleicht ganz furchtbar waren, sich wirklich zum Positiven für dich verwandelt haben, was du am Anfang noch gar nicht sehen konntest. Das Reich der Zwerge. Svartalfheim, was ist jetzt zu tun? Wow. Nein, hat sich nicht umgedreht. Die Königin der Stäbe. Ja. Wir haben mit den Kelchen das Wasserelement, das schmerzhaft ist. Du sollst es nicht mit dem Verstand, nicht mit dem mit der Kommunikation machen, sondern mit dem Feuer der Leidenschaft der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist eine selbstbewusste, leidenschaftliche Frau, die brennt für die Dinge, die sie tut. Da ist ganz viel Feuerenergie im Raum und das Feuer steht auch immer für Transformation. Also vielleicht geht es auch darum, deine Lebensfreude wieder zu entdecken. Also kümmere dich um dich. Wo sind deine Leidenschaften? Wo leuchten deine Augen? Wofür schlägt dein Herz? Wann fliegt dein Herz? Und diese Träume, die du vielleicht oder Leidenschaften, die du in dir trägst, die du lange Zeit vielleicht jetzt auch unterdrückt und weggeschoben hast, die gilt es wieder ins Leben zu bringen. Das ist jetzt zu tun. Ja, und die werden dir auch mit den Sonnenblumen Wärme spenden. Also Sonnenblumen haben ja die Gabe, wenn keine Sonne scheint, dann neigen sich die Köpfe der Sonnenblumen aneinander zu, um sich gegenseitig Wärme zu spenden. Und vielleicht geht es auch wirklich darum, hier sind zwei Löwen, ja, die sich aneinander kuscheln. Und der Rabe, der da stolz auf diesem Stab, auf den Löwenköpfen sitzt. Also neige dich deinen Leidenschaften, dem Feuer, das in dir brennt, wieder zu. Ja, und entfache wieder das Feuer in dir. Das ist jetzt zu tun. Welche Rune hilft dir, das Feuer zu entfachen? Die Ingwas. Die Ingwas ist das Ei, ist der Ring. Die Ingwas steht auch für Fruchtbarkeit. Sie kann auch eine Geburt anzeigen. Also das mag sich mit der Königin der Stäbe für dich wirklich wieder wie eine Neugeburt anfühlen. Und natürlich machen solche Schwellenmomente, ja, und sage ich mal Initiationsprozesse wie eine Geburt, die machen auch erstmal Angst. Ja, da hat man Schmerz und weiß nicht, was kommt, wohin soll es gehen. Das ist der Abschied schweren Herzens. Aber mit den Karten hier ist Fruchtbarkeit auf dem Weg zu dir. Und auch Verbindung mit dem Ring. Also es kann hier auch ein Ring sein. Aber achte auf dein stimmiges Timing. Lass dich zu nichts nötigen, nicht fremd bestimmen, sondern wenn du bereit bist, dieses Ei von innen zu sprengen und zu schlüpfen, dann tu es. Wenn du es erfolgreich meisterst, dich von der Situation, dem Menschen, wie auch immer verabschiedest, was dir jetzt gerade nicht gut tut, einen anderen Weg wählst als klärende Kommunikation, wieder für dich und deine Bedürfnisse einstehst und merkst, was erfüllt mich denn emotional wirklich und welche Geschenke habe ich noch an meiner Seite, also diesen Perspektivwechsel auch schaffst, auch die Freude an dem Leben, dass es aus Veränderung besteht, dich daran wieder erinnerst, ja, dass das Leben eine spannende, aber auch herausfordernde Reise ist. Aber unglaublich intensiv und wunderschön, mit allen Höhen und Tiefen. Die gehören nun mal dazu. Ja, ich erinnere da immer gerne an das Bild von einem EKG. Also wenn die Herzschlagkurve geht auch nach oben und nach unten. Wenn die in gerader Strich ist, dann war es das. Dann ist das nicht lebendig. Und ja, was wird,
wenn du dem Zauber des Anfangs wieder vertrauen kannst und deine Leidenschaft wieder leben kannst? Was wird? So, das geht tief. Okay, also es wird auf jeden Fall herrschaftlich. Wir haben drei Karten. Wir haben den König der Stäbe. Wir haben die Königin der Münzen. Und wir haben den König der Kelche. Wir haben die Elemente Feuer, Erde und Wasser. Mit Feuer hast du es warm. Mit der Erde hast du fruchtbares Land, das du bestellen kannst. Und mit dem Wasser kannst du dieses Land auch gießen, dass diese Dinge, die du in deinem Leben haben willst, wachsen und gedeihen können. Der König der Stäbe ist eine sehr charismatische Energie. Der weiß, was er will, und der kann mit 100% Energie bringt der sich in diese Projekte mit ein und weiß auch, Begeisterungsfähigkeit zu vermitteln. Ja? Der kann manchmal aber auch ein bisschen arrogant wirken. Die Königin der Münzen ist eine unglaublich fruchtbare Energie, sehr fürsorglich und wohlwollend, unglaublich geerdet. Und die Königin der Münzen ist das Wasser der Erde. Die hat ein fruchtbares Reich und die kann auch eine reiche Ernte einfahren. Und der König der Kelche ist eine gefühlvolle männliche Energie, der einfach auch seine Herzenskraft im Griff hat und zur Verfügung hat. Ja? Der ist nicht, sage ich jetzt mal, wie ein König der Schwerter, der eine eher kühl distanzierte Energie hat. Das ist eine warme Energie beim König der Kelche. Also was wird? Du wirst die Elemente mit den Stäben, den Münzen und den Kelchen, also was du Feuer, Erde und Wasser zur Verfügung haben und damit wirklich Fruchtbares hervorbringen können. Und am besten finde ich, dass die Königin der Münzen in der Mitte gefallen ist, weil sie schickt einfach auch so einen neuen Boden unter den Füßen. Das ist so eine geerdete Energie. Ja, eine Königin der Münzen hat auch ihre eigenen Wunden geheilt und trotzdem Fruchtbares aus diesen Verletzungen hervorgebracht und Wunderschönes hervorgebracht aus dem, was ihr widerfahren ist. Welche Runenkraft begleitet Muspelheim? Die Ansus. Und dann ist es auch Zeit, wieder zu kommunizieren. Die Ansus ist auch der Vogel oder Pfeil im Flug. Da geht es um Kommunikation und die sagt auch, Gott sitzt am Ruder. Also wie wir es auch hier schon auf Asgard hatten mit der Vunjo, alles wird gut, ist auch hier dein Weg, egal für welchen Abschied oder welche Veränderung du dich entscheidest, göttlich geführt und es wird gut werden. Ich drücke euch die Daumen, ich hoffe, ihr kommt alle gut durch die Portaltage und für alle, die mit dieser Legung in Resonanz sind, wünsche ich euch, dass ihr stimmig geführt seid und eurem Herzen folgt. Bis bald, eure Crazy Owl. Tschüss!